Ah, die brauchen ein bisschen. Habt ihr den Snickers gebraucht oder was? Na los! Was ist denn? Versteht es nicht. Was haben sie denn schon wieder? Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Overlord. Wir sind wieder zurück hier im Dunkelwald und sind dabei, das grüne Schergennest hier zu transportieren. Die Schergen können hier erstmal ein bisschen was zerstören, das mögen sie ja am liebsten, die richtigen Zerstörungsfreaks, und das machen sie richtig, richtig gut. Ja, und jetzt brauche ich erstmal die Hilfe der Grünen. Die müssen mir hier nämlich... Lasst eure Grünen in dieses elende Unkraut ausschwärmen. Das wollte ich gerade sagen. Genau das wollte ich gerade sagen. Dieser Gnarl, der macht mich noch wahnsinnig. So. Schergen geht mal hier rein. Ich hoffe, hier ist kein Gift oder so. Wenn dem so ist, dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. Wasser wäre auch nicht optimal, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Sie haben ein bisschen Gold gefunden. Und ja, dann können wir jetzt mal hier weitergehen. Ja, dann schicken wir doch einfach mal wieder die Grünen hier zurück. Behalten uns mal einen hier. Ist vielleicht ganz gut. So. Okay. Grüne Schergen? Ich höre irgendwo Käfer. Das ist nicht gut. Es ist generell, wenn ihr im Wald irgendwie Käfer hört, dann solltet ihr besser wegrennen. Das ist nämlich total gefährlich. Hier drüben ist einer, aber wir gehen erstmal gar nicht dahin. Wir haben ihn ignoriert, wir haben ihn nicht gesehen. Er ist überhaupt nicht da. Ah, sieh mal, da hätten wir einen super Blick auf das Schergennest gehabt. Na, sonst ist es zu spät. Jetzt ist es vorbei. Kann man nichts machen. So. Jetzt haben wir natürlich nur mehr 5 Braune, was ich sehr uncool finde. Aber wir können das, denke ich, trotzdem ganz gut klären. Das ist ganz gut. Die Käfer sind ja deswegen trotzdem nicht stärker geworden. Naja, relativ gesehen natürlich schon. Die Grünen können hier mal wieder zurück zum Nest. Ich muss das hier ein bisschen vorsichtiger angehen, denn jetzt ist gerade eine Ultra-Schlüsselstelle hier in diesem Spiel. Hallo? Gut. Oha. Oh ja. Grüne Schergen? Okay, kommt mal alle her. Vielleicht ist das der richtige... Ach so, genau, die kommen hier nicht durch. Wir müssen hier sogar die grünen Schergen dazu verwenden, hier ein bisschen aufzuräumen. Denn sonst... ja klar, das Nest passt natürlich hier oben nicht durch. Es ist ein bisschen zu fett dafür. Man sollte dringend irgendwie eine Diät machen. Aber naja, das macht es natürlich nicht aus freien Stücken. Und die... ich lasse mal die grünen Schergen hier alleine hier ausschwärmen. Das ist mir im Moment der sicherere Weg. Soll ich jetzt hier reingehen? Ja, das dauert doch. Jetzt mittlerweile ist das Gift verschwunden. Aber du weißt ja nie, ne? Am Ende ist dann der Boden irgendwie doch noch ein bisschen verseucht. Ah, nein, 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 nein! Wo rennt ihr denn hin? Hier ist der Auftrag. Oh, die Schergen kosten mir noch meinen letzten Nerv, ganz ehrlich. Das wird richtig, richtig übel. Und die Maus ist schon wieder irgendwie verkackt. Nee, alles gut. Die Schergen haben was gefunden. Das finde ich immer sehr nice. So, die Grünen können hier als nächstes mal wieder an ihr Nest gehen. Das machen einfach mal 7 wieder. Wir gehen hier mal wieder außen rum, weil wir es können. Ich hasse eigentlich diese Begründung, aber sie ist wahr. Und wir warten natürlich ein bisschen auf die Schergen. Ja, die kommen hier locker durch. Alles gut. So, oha. Ja, ich werde sofort den einen Grün, den ich habe, dazu benutzen, hier noch ein bisschen Zeug kaputt zu machen. Ich glaube, das erwarten die anderen auch gerade von mir, deswegen gehen sie hier nicht weiter. Genau. Warum auch immer. Was auch immer das gebracht haben soll, aber ja.
Ah, und hier ist sowas ähnliches wieder. Sie kommen hier nicht durch, weil die Pflanzen hier wieder alles blockieren. Diese scheiß Pflanzen, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und der grüne Planet, so ein Scheiß, ey. Ja, der Overlord ist nicht gerade der Greenpeace-Freund. Wie es aussieht. Na, das einzige Grüne, was der Overlord in seinem Leben duldet, sind eigentlich die grünen Schergen. Die jetzt aber aus irgendeinem Grund schon wieder nicht weitergehen wollen. Ah, die brauchen ein bisschen. Habt ihr den Snickers gebraucht oder was? Na los! Was ist denn? Versteht es nicht. Was haben sie denn schon wieder? Müssen wir vorgehen oder... Oder warten die hier? Wegen den Käfern. Sind wir eigentlich jetzt in einem neuen Gebiet gelandet? Also bisher haben wir irgendwie den Weg zurückgenommen, oder? Oh, böser Käfer! Böser Käfer! Nein! Oh nein, 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 oh nein! Käfer! Oh! Scheiße! Wie viele Schergen sind draufgegangen? Ein roter Scherge ist draufgegangen. Geil ist das nicht, aber es ist okay. Es ist gerade noch akzeptabel. Ich denke, damit können wir leben. Ich glaube, die Roten, hatte ich nicht in der letzten Folge gesagt, dass irgendwie die Roten in den Höhlen nicht so genial sind? Ich glaube, das hatte ich irgendwann mal gesagt, vor 2 Folgen oder so. Verdammt! Das hätte ich bedenken müssen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich doof bin. Mann. Ja, die Schergen lachen sich einen ab, weil einer von ihnen gestorben ist. Das ist auch eine Art Schergen. Klar, so kann man natürlich auch mit dem Tod eines Mitschergen umgehen, indem man sich einfach freut. Super. Ah, hier geht's dann weiter. Ich würde jetzt... Na gut, dann ersetzen wir den roten Schergen einfach mal im Moment durch einen grünen. Seid ihr wahnsinnig nicht so schnell? Ich muss jetzt immer die Giftpflanzen beseitigen. Ich will nicht, dass ihr vorgeht. Dann lauft ihr noch irgendeinem blöden Scheißkäfer in die Arme. Und die haben zwar ihren Giftangriff und ihr seid dagegen relativ immun, aber die haben auch einen normalen Angriff, die Käfer. Ein wilder Troll. Jetzt könnt ihr die Fähigkeiten der Grünen testen. Na, hoffentlich gehen sie dabei nicht drauf. Okay. Aber es ist schön. Ich brauche erstmal die ganzen anderen Schergen. Und jetzt hole ich mir die Grünen hier raus. Ich weiß nicht, ich stelle die sicherheitshalber hier mal ein bisschen ab. Hä? Okay. Nein. Passt auf. Ah, ich bin verwirrt. Oh, jetzt habt ihr schon gesehen. Egal. Wir machen hier einen Sammelpunkt, dann holen wir uns die Grünen raus. Ein wilder Troll. Schnell, formiert die Grünen hinter ihm. Sie metzeln alles von hinten nieder. Ja, das habe ich jetzt verkackt. Das habe ich jetzt verkackt, weil ich dachte, die Grünen müssen ja erstmal was kaputt machen. Sieht der uns? Das weiß man jetzt nicht, ne? So. Habt ihr gesehen? Die Grünen sind jetzt unsichtbar geworden, was ich mega geil finde. Und jetzt hüpfen sie auf den Troll? Habt ihr gesehen? Seht ihr, wie viel Schaden die an dem Troll machen? Das ist noch dazu ein besonderer Troll, nämlich ein Waldtroll. Disziplin zu schätzen. Wenn ihr sie an einem Sammelpunkt platziert, werden sie stärker und sind für Gegner nahezu unsichtbar. Abgesehen von dem Gestank nach verwestem Fleisch und totem Fisch. Ja, super. Okay, Schergen... Die einen drehen am Rad und die anderen bringen mir bitte die Lebenskraft. Sehr brav, sehr brav. Ja, ihr habt jetzt die Grünen gesehen. Die Grünen sind die Assassinen unter den Schergen. Sprich also, die können sich an einem Sammelpunkt unsichtbar machen, wie wir eben gesehen haben. Und ja, das hat dann zur Folge, dass die von hinten meistens auf den Rücken des Gegners springen. Das ist natürlich super, wenn der besonders groß ist, dann macht es noch mehr Spaß. Alle!
Nee, will keiner. Na gut. Oh, hier unten wäre noch nicht. Halt! Ich brauche die Grünen. Nein! Oh, ihr Grünen. Jetzt haben die echt... Ach, diese Grünen sind so blöd. Jetzt haben sie mir den Rückweg blockiert. Meine Fresse. Können die hier runter? Ah, hier geht's runter. Hier geht's runter. Mein Fehler. Ich dachte, man müsste über die andere Seite da runter. Alter, was ist mit den Grünen los? Ach so, die haben irgendwas Neues gefunden. Oh, die haben die Kiste gefunden. Es tut mir leid, Grüne. Ich habe euch wieder einmal unterschätzt. Das passiert mir nicht nochmal. Oh, es tut mir so weh, wenn ich meine Schergen anschreie. Und dann merke ich, sie haben eigentlich alles richtig gemacht und ich war der Blinde. Ja, es ist schwer, ein Overlord zu sein. Es ist wirklich schwer. Manchmal glaubt man das gar nicht. Man steht unter einem immensen Druck als Overlord. Man muss immer der gerechte, brave Herrscher sein. Und gleichzeitig natürlich mit einer gewissen strengen Hand. So, halt! Uns fehlen Stärken. Ah, die sind hier. Gut. Die sind blockiert worden durch das Nest. Alles klar. Gut, wir können weitergehen. Die Grünschergen können hier schon wieder die Pflanzen kaputt machen. Ich meine, das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe im Wald. Dass man alles pflanzenmäßige kaputt macht. Naja, zumindest ist das die Aufgabe des Overlords. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Hier ist aber nichts Besonderes mehr, so wie es aussieht. Außer natürlich das hier, aber das kennen wir eigentlich schon. Das haben wir vorhin schon gesehen. Aber es ist hier einfach wieder schon wieder was da. Vorhin heißt eigentlich in der letzten Folge, ne? Ah, ich komme da immer ein bisschen durcheinander, wenn ich zwei oder drei Folgen am Stück aufnehme. Wisst ihr, wohin müsst? Ja. Ja, 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 wir sind da, wir sind da. Super. Schergen. Wunderbar. Jetzt haben sie das Nest bis hierher getragen. Wundervoll. Das ist doch super. Wir haben uns die grünen Schergen gesichert, geholt, wie auch immer wir es sagen wollen. Das ist genial. Jetzt kontrollieren wir das grüne Schergennest und können endlich grüne Schergen selbst rufen. Sollten aber vorsichtig sein, wenn hier auf einmal grüne Attentäterkäfer lauern. Das ist nämlich nicht so geil. So, die Grünen gehören uns allerdings nicht. Die tanzen hier einfach nur blöd herum. Was ist? Seid ihr so Hippies oder was? Ja, die haben scheinbar echt kein Interesse daran, uns zu dienen, sondern wollen einfach nur Schergen sein. Die Hippie-Schergen, echt. Freie Liebe und so weiter. Gut. Die Kontrolle über die grünen Schergen hat zur Folge, dass wir hier an diesen nächsten Wurzelknoten ran können. Ich würde mir am liebsten die Schergen hier wieder auf einen Punkt zusammenrufen. Und die anderen... So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Lebensenergie verlieren. Das könnte fatal enden. Ja, eigentlich war das nicht geplant, dass ihr den Wurzelknoten angreift. Jetzt vorsichtig, ob wir nicht Lebensenergie verlieren. Ich weiß, es ist feige, aber es hilft nichts. So. Ich glaube, jetzt können auch die anderen kommen. Schön in die Mitte, damit keiner von ihnen ertrinkt. Und dann können wir den Wurzelknoten erledigen. Genau, alle 15. Das geht dann auch ratzfatz. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Herrgott, diese fiesen Käfer. Das ist doch der Wahnsinn. Oh nein, zurück, 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 alle zurück, alle zurück. Ihr könnt doch nicht hier mitten im Gewässer überall allem und jeden nachlaufen. Das macht man nicht. Die kleinen Käfer verarschen euch doch bloß. Grüne Schergen? Ach so. Ah, hier sind noch so Material, komische Dinger, Sachen. Ja, ihr sollt doch bitte das Gift einfach hier weg machen. Macht das Gift weg! Oh Mann.
wir können auch hinlangen. Sehr gut, okay. Das Gift ist weg. Und die scheiß kleinen grünen Käfer sind auch bald verschwunden. Aber meine lieben Schergen, ihr könnt mir ruhig... es ist nicht verboten, mir dann die Lebenskraft zu bringen. So. Okay, und den kleinen Käfer, den... Ist da noch irgendwas oder nicht? Nee. Ach komm, wenn wir da nicht rankommen, dann lassen wir es sein. Das ist zunächst mal hier alles. Okay, ich frage mich gerade, ob wir überhaupt irgendwo Neues hingehen können. Wir können einfach mal eine kurze Reise hier machen durch den Dunkelwald. Haben wir schon gemacht, ja. Aber wir finden hier vielleicht noch mehr. Gut, ich glaube, da war allerdings nur Wasser. Aber sicher ist sicher, wir schauen einfach mal vorbei. Nicht, dass wir da irgendwas Fieses übersehen. Nee, da ist nur Wasser. Das sieht nicht aus, als wäre da irgendwas anderes. Ja, da brauchen wir die blauen Schergen. Im Moment kommen wir da momentan noch nicht weiter. Nee. Na gut. Hilft nichts. Müssen wir verschieben? Wir könnten auch mal wieder ein bisschen Mana gebrauchen und Lebensenergie und so weiter. Oh, sieh mal, jetzt hat sich dieser kleine grüßende Käfer... Alter, was ist mit mir los heute? Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Dieser kleine grüne Käfer hat sich nach draußen gewagt. Um jetzt zu sterben! Verdammt, das hat nicht geklappt. Genau, hier ist eigentlich nur Wasser. Das ist der Wasserteil. Da kommen wir nicht weiter. So, jetzt ist die Frage, ob wir dann eigentlich schon im Dunkelwald wieder fertig sind oder ob wir hier noch was zu tun haben. Aber es müsste eigentlich normalerweise... Oh, seht mal. Genau, jetzt sind wir hier. Gut, das bringt uns aber gar nichts. Wir kommen hier deswegen nicht weiter. Aber, ja, wir kommen hier hin, weil jetzt irgendwie ein Wurzelknoten zerstört wurde. Oh ja, übrigens, wir haben den zweiten von 6 Wurzelknoten zerstört. Das könnte ich auch mal kommentieren, zur Abwechslung. Das ist ja furchtbar mit mir. Oh, der Elch ist wieder zurück. Und der stunt wieder meine Leute. Aber... Die Elche können nicht mehr als irgendwie stunnen. Hallo? So. Hier ist wieder irgendwas Nützliches an Ausrüstung. Und seht mal, was hier ist. Oh ja. Wundervoll, wundervoll. Aber bevor wir uns dieses Objekts annehmen, werden wir erstmal den Rückweg sichern. Denn das wäre ja jammerschade, wenn wir hier auf dem Rückweg wieder von irgendwelchen Viechern überrascht werden. Oh, wir können übrigens jetzt auch hier weitergehen. Das ist auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, zuerst mal Rückweg sichern. Das ist das Wichtigste. Sag ich's nicht? Die Ratten sind aber keine große Bedrohung. Normalerweise. Und am Ende schlachten sie uns ab. Killer, Mutanten, Ratten und sowas. Ah, da sind sie schon wieder. Also diese Ninja-Qualitäten haben sie nicht verlernt, obwohl sie jetzt Masken und Bögen haben. Das sind die vollen Ninjas, das ist Wahnsinn. Die sind Hammer. Diese Ninja-Ratten. Aber trotzdem sind sie ineffektiv. Das ist das Wichtigste. Egal wie Ninja ihr seid, solange ihr ineffektiv seid, das ist wurscht. Da sind wir immer besser. Hauptsache wir sind besser. Das ist so wichtig in der Welt. Es geht doch immer nur darum, besser zu sein. Okay, das war böse. Ich bin der Overlord, ich bin böse. Aber doch nicht zu meinen eigenen kleinen Schergen. Nein, nein, nein. Das darf ich nicht mehr machen. Jetzt können wir das Objekt transportieren. Können wir das von hier aus machen? Nee, wir können es aus der Entfernung nicht anwählen. Nee. So. Schildzauber. Also davon bin ich nicht so besonders begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sich ein Schildzauber hier in Overlord verhält. Ich habe, glaube ich, noch nie einen gebraucht. Gut, ich habe auch ewig dieses Spiel nicht mehr gespielt.
aber ich bin generell absolut kein Fan von Schildzaubern. Das muss ich ehrlich sagen. Ich mag irgendwie so Verteidigungszauber nicht besonders. Also es sei denn, sie sind passiv. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Oh, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Gut. Aktive Schildzauber finde ich total bescheuert, weil das so Aufrechterhaltungszauber sind. Und das ist irgendwie nicht mein Ding. Also ich will einen Zauber sprechen und dann soll der auch wirken. Und dann will ich da nicht ewig immer Mana darauf verschwenden. So. Der Schildzauber dient euch nun ja als Schild gegen angreifende Gegner. Ach nö, wer hätte es gedacht? Gleichzeitig wehrt er sie auch ab und stößt sie zurück. Ja, das klingt eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, ich weiß, dass der Lähmungszauber oder Langsamkeitszauber ja auch ein aktiver Aufrechterhaltungszauber ist, aber bei dem habe ich irgendwie weniger ein Problem. So, wir werden hier noch die großen grünen Käfer erledigen und dann würde ich die Folge auch schon wieder beenden. Hier ist noch einer von den großen. Dicken, fetten Käfern! Ja, ein paar von den kleinen können wir auch noch eliminieren. Aber dann ist Schluss. Dann ist erstmal Schluss. Ne? Dann gehen wir nach Hause. Schergen müssen nach Hause gehen. Der Spielplatz hat begrenzte Öffnungszeiten. Es ist nun mal so. So. Haben wir echt jetzt mit einem Overlord-Schlag nur die Hälfte Schaden an dem Käfer gemacht? Das ist ja gemein. Kriegt ihr den Käfer nicht klein? Er ist doch schon klein. So. Sind alle da eigentlich? Ja. Gut, dann könnt ihr hier nochmal die Uhren zerstören. So als kleinen Abschluss. Und jupp. Juppdi-lupdi-dai. Oh, der Scherge spielt im Gras. Das ist süß. Ja komm, jetzt reicht's mir mit diesen blöden kleinen Käfern. Aber ich bin da immer so, der rennt nämlich Richtung Wasser und ich glaube, dass die kleinen Scheißviecher schwimmen können. Und mit kleinen Scheißviecher meine ich zur Abwechslung nicht meine Schergen. Die können nämlich nicht schwimmen. Zumindest die meisten nicht. Oh, jetzt killt ihn. Super. Das wollte ich sehen. Okay. Nun denn. Meine lieben Freunde, wir haben nicht nur einen weiteren Wurzelknoten zerstört, sondern haben uns auch das grüne Schergennest gesichert. Und wir haben mittlerweile 90 grüne Lebenskraft, was mittlerweile schon mehr ist als die rote. Heißt, wir haben auf jeden Fall fürs nächste Mal ordentlich was übrig. Und ich würde sagen... So, beim nächsten Mal... Ja, komm, reisen wir beim nächsten Mal doch mal nach Himmelsspitze. Ich weiß, im Dunkelwald gibt es noch was zu entdecken, aber ich würde beim nächsten Mal nach Himmelsspitze reisen. Hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr zugesehen habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommentiert ein bisschen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.